Hallo, hi. Wie geht's dir? Ja, gut. Wie geht's unserem Film? Ja, deswegen rufe ich an. Der ist genommen worden beim Festival. Geil. Wir fahren nach Saarbrücken. Ich bin für dieses Festival durch das halbe Land gefahren. Jedes Hotel ist voll. Soll ich jetzt auf der Straße schlafen? Ich habe deine Drehbuchidee auch schon gelesen. Finde ich super spannend. Cool, ja. Erzähl mal. Ist schon witzig, wenn du die Leute hier alle ankommst. Schauspieler laufen Regisseuren hinterher, Regisseuren Produzenten und Produzentenredakteuren. Und am Ende des Tages laufen allen hinterher. Also Talent ist total egal. Mädchen, es gibt ein bestimmtes Alter, danach wird es halt schwierig. Dann schalten wir auch schon etwas drüber. Wollten wir uns nicht treffen? Gestern? In dem Café? Ich habe wohl kein Doppelkinn. Oder findest du, dass ich fett bin? Ach so, nee. Ich bin gar nicht beim Film. Ich mach Kerzen. Ein Schauspieler in meiner Wohnung. Toll. Du dackelst mir die ganze Zeit hinterher. Ich habe keine einzige ruhige Minute ohne dich. Und wo ist Robert jetzt hingegangen? Aber an ihrer Stelle würde ich mir nicht allzu viel Hoffnung machen. Ich glaube nicht, dass ich sie bei den Redakteuren durchbekomme. Sie sind zu alt. Schätzchen, weißt du, wie viele Stoffe bei mir auf dem Schreibtisch liegen? Kannst du es mir bitte noch einmal kurz pitchen? Du weißt, dass es macht. Rebecca Förster hat den besten Film dieses Festivals gemacht. Weißt du, machst einfach wie ich. Wenn du keinen Typen hast, dann stürzt du dich total in die Arbeit rein und dann kannst du mit der BB-Produktion auch noch warten. Schlaft euch hoch, solange ihr noch könnt. Hallo, ich bin ein Freund von Robert. Auch Schauspieler? Oh, nee.